Schön, dass du da bist, lieber Löwe. Ich freue mich sehr. Was kommt Neues in Sachen Liebe auf dich zu? Und zwar Zeitspanne, Neumond, der im Juli, am 17. Juli genau war, 2023, so circa 3 bis 4 Wochen, also so bis Mitte August. Lieber Löwe, Schau mal. Ich schaue für dich ins kollektive Feld. Schau, ob du dich da wiederfindest. Nachdem es eine kollektive Legung ist. Aha. Lieber Löwe, wenn du da resonierst, wenn du mit dabei bist in der Gruppe, dann gibt es definitiv jemanden, der sehr aktuell ist. Kann auch ein Ex sein. Ich spreche aus der Sicht einer Frau. Wenn du ein Mann bist, drehst das bitte entsprechend um. Okay? Der König der Schwerter liegt da mit den 10 der Kelchen. Das heißt, schon jemand, wo du Emotionen hast, wo du dir Partnerschaft vorstellen kannst, vielleicht sogar in einer Partnerschaft bist. Ja, also da ist ganz eindeutig in Sachen Liebe eine Person, die da ganz, ganz am Herzen liegt. Und wo du auch voller Zuversicht bist, ja, mit der Sonne in deinen Gedanken, dass das jetzt alles gut wird, denn in der Vergangenheit haben wir die 7 Schwerter, das heißt, du hast keine leichten Zeiten hinter dir, sondern du bist die Betrogen hintergangen vorkommen. Ja? War nicht wirklich prickelnd. Ja? Du bist über den Tisch gezogen vorkommen. Ja? So hast du das empfunden in Sachen Liebe. Ja, und da ist jetzt jemand, wo also auch dein unbewusstes Feld mit den 4 der Stäben offen ist, sie das näher anzuschauen, beziehungsweise die Sache zu vertiefen. Vielleicht bist du ja in einer partnerähnlichen Situation. Ja, kann auch sein. Gefällt mir gut. Das, was sehr interessant ist, lieber Löwe, ist, wenn ich schaue auf die Position, wie du dich siehst, sehe eine zweite Person im Außen. Übrigens, bedenke, habe ich eh schon erwähnt, das ist eine kollektive Legung. Und schau daher auch dein Sonnenzeichen, Aszendentzeichen, Mondzeichen und Venuszeichen, lieber Löwe. Und du weißt, dass eine kollektive Legung in keinem Fall eine persönliche Kartenlegung ersetzen kann, darf und soll. Geht gar nicht. Aber hol dir einfach das aus, was dich inspiriert. Klär ich ab, lieber Löwe, gell? Wer das du ist, ist eine andere Person. Das heißt, es gibt 2 Personen. Zwei Personen. Die eine ist auf alle Fälle sehr interessant für eine Partnerschaft. Und die andere für diese andere Person, an die denkst du sehr oft, lieber Löwe, und hast nur Emotionen. Hast nur Emotionen, bist verunsichert, warst vor allem nachts
Lieber Löwe. Ja, denkst an diese Person und warst im Herzen, es gehört eine Entscheidung her. Weil klar, zwei Personen ist auch nicht zu viel. Schauen wir weiter, gell? Deine Hoffnungen bzw. Ängste. Deine Angst, der Befürchtung ist, lieber Löwe, dass dir dein Herz wieder gebrochen werden könnte. Das ist da sicher passiert in der Vergangenheit. Das geht hin bis zum Betrug. Also da war wirklich, du hast die Gefühl, dass man da wirklich in den Rücken fällt. Wow, was ist das für eine Legung? Wir haben noch jemand. Also du hast wirklich die Auswahl, lieber Löwe. Was kommt von außen auf dich zu, lieber Löwe? Das Angebot auf Liebe. Das Angebot auf Liebe, der Ritter der Kelche. Dass du dich verliebst, dass du Emotionen entwickelst. Also eins muss ich schon sagen, lieber Löwe, du bist sehr begehrt, wenn ich es jetzt mal so sagen darf. Der König der Kelche liegt da. Noch eine Person. Kann sein, dass es das zugeordnet ist zu einem von den beiden. Ja, und wir haben die süße Verlockung mit dem Teufel. Das vertiefe ich dann in der Fortsetzung, lieber Löwe, gell? Link ist wie immer in der Infobox, das weißt du. Weil da gibt es einiges zu vertiefen. Okay. Das ist jemand, der dich verletzt hat. Das ist ein Ex. Sexueller Kontakt war da mit dem Ritter der Stäbe. Er kann sein, dass da Betrug war. Auf alle Fälle ganz, ganz unschöne Verletzungen im Herzen und wo es auf eine ganz schmerzhafte Art und Weise aus war. Diese Person, ja, kann sein, dass das auch der Mensch ist, wo, was du an den nur denkst, dass das ein und dieselbe Person ist. Und diese Person wird Thema in der genannten Zeit. Das sind zu viel. Ich frage mal, inwiefern die Person Thema wird, ob das sie die mört. Es gibt ja bereits jemanden bei dir, lieber Löwe, und du dürfst dir mit dieser Person sehr wohlfühlen. Ja, da haben wir die Versuchung, ne? Also, das ist jemand, der hat dich verletzt aus der Vergangenheit, gell? Und du möchtest ja nicht mehr, das ist verletzt. Das ist ja dein, man wer würde schon verletzt werden, aber das ist der Befürchtung. Jetzt weiß dich dieser Mensch wertzuschätzen. Dieser Mensch möchte eine neue Chance. Ja, wäre er einfach an den Verlust bereut, also das Ende bereut, dem dir es nicht so gut gehen. Jetzt ist ihm das klar geworden. Und du bist aber komplett im Verstand als Königin der Schwerter und zeigst dem Menschen die kalte Schulter. Verzeihung, wenn das jetzt ein Laut war, ich versuche das hier zu vermeiden. Die Karten da so auf den Tisch zu klopfen, weil das dann oft im Mikro urlaut ist.
Es ist definitiv jemand, mit dem du eine Verbindung gelebt hast und die abgeschlossen ist. Ja, jetzt wollen wir wissen, kommt dieser Mensch auf dich zu oder passiert dieser Kontakt zufällig? Du hast definitiv nur Emotionen für diesen Menschen. Es scheint so zu sein, lieber Löwe, dass dieser Mensch auf dich zukommt, aber auf eine sehr tollpatschige Art und Weise. Ja, der Bube, der Stäbe liegt. Auf eine sehr tollpatschige Art und Weise. Hat Angst, abgelehnt zu werden. Das Interessante ist, es kann auch sein, dass es schicksalshaft ist, also dass sich einfach zufällig über den Weg rennt oder so miteinander zu tun habt, ja. Dieser Mensch ist eine Versuchung, der Teufel. Das ist, also Achtung, 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 lieber Löwe. Weißt du, was du damit so ist, wenn dieser Mensch auftaucht, ja, der dich so verletzt hat, wo es dir eigentlich jetzt recht gut geht oder wo sich was Schönes anbahnt oder was, du fühlst dich wohl, du bist in einer guten Energie, lieber Löwe. Das wird an und dieselbe Person sein, gell? Was das einfach soll, wie du reagieren kannst, was für spirituelle Impulse das es gibt, ja? Weil das sind nur Emotionen von deiner Seite zu dieser Person. Das schauen wir in der Fortsetzung an, gell? Link findest du in der Infobox, ja? Was ist denn diese Versuchung? Danke übrigens für dein Abo, für dein Like und fürs Teilen von meinem Kanal. Somit sorgst du dafür, dass möglichst viele Menschen die spirituellen Impulse, die in meinen Legungen enthalten sind, sie verbreiten. Und so süß es sein. Sollen möglichst viele Menschen davon profitieren. Deswegen mache ich das da, gell, lieber Löwe. Gut. Was ist denn so verlockend? Was ist denn so verlockend? Womit fesselt dich denn der Teufel? Dass die Sache. Muss eine Lebenspartnerschaft gewesen sein, den Baum sich vielleicht doch noch dreht und sich anders entscheidet, als es war. Aber Achtung, es ist der Teufel. Das ist eine Verlockung. Oh ja, ihr habt eine Beziehung gehabt, der Ring liegt. Gell? Und da war schon eine. Waren schon glückliche Zeiten, Marge, mit dem Klee. Lieber Löwe, ja, sehr spannend. Lieber Löwe, ich gehe jetzt in die Fortsetzung, okay? Wir sehen uns da, vielleicht, wenn du magst. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Schön, dass du mit dabei warst. Pass gut auf dich auf und bis bald, Stella.